Hi Leute, hallo, grüß euch, servus und herzlich willkommen in Joe's Websohn. Heute geht's bei mir um den Webfly Galaxis. Der Webfly Galaxis ist ein MTL-Verdampfer, also ein Backendampfer, aber so wie schon der Berserker das vorgemacht hat, wie das schon Wendy Webb vorgemacht hat, ihm als RDA. Ja? Also haben wir wieder einen Tröpfler als Backendampfer. Ist ein geiles Ding, hat ein paar geile Features, sage ich mal, oder geile Dinge zum Einstellen, wie man auch die Zugstärke einstellen kann. Ja, aber er hat auch ein, zwei Dinge, oder sagen wir mal ein Ding, was man nicht so taugt, wo ich ein bisschen ein Problem damit habe, wo ich es noch nicht geschafft habe, dass er das nicht tut. Ich gehe jetzt aber auf das noch gar nicht genau ein, auf das Ganze gehen wir dann im Fazit später ein. Aber so im Ganzen ist er echt ein ganz liebes Ding, schaut genial aus, ist geschmacklich wirklich nicht schlecht, ganz gut. Und auch von der Airflow her zum Einstellen echt genial. Aber das werdet ihr dann gleich in der Detailansicht sehen, wie man die Airflow da einstellen kann, weil man hat da echt, man kann sie echt sehr, sehr genau einstellen. Sagen wir es mal so. Drum, das ziehe ich nochmal an. Und jetzt gehen wir gleich in die Detailansicht. Checkt man ab, ihr checkt ihn ab, ich zeige ihn euch. Hauen wir neue Call rein, ziehen wir Watte durch und danach sehen wir sich dann natürlich wieder. Gut Leute, gehen wir in die Detailansicht. So Leute, grüßt euch, willkommen in der Detailansicht. Gut, so kommt da der Webfly Galaxis in dieser Verpackung. Schauen wir gleich rein. Das Schachteln durchschauen, das habe ich jetzt aufgehört, aber das glaube ich, das wisst ihr eh schon mittlerweile. So, schauen wir das mal. Dass man herausgewinnt. So. Gut. So ist er da drinnen. Holen wir mal heraus. Legen wir mal auf die Seite. Das können wir auch herausnehmen. Da unten haben wir dann die Spare Parts drinnen. Ist eh klar. Gut, wir haben einmal eine eigentlich ganz gute Beschreibung dabei, wo alles wirklich sehr schön aufgegliedert ist. Hinten dann auch noch, was alles dabei ist und was drinnen ist, aber das zeige ich euch jetzt eh. Wir haben einmal einen Spare-Part-Sackerl dabei, eh typisch mit dem T-Schlüssel. Ein Squonker-Ping ist natürlich dabei und wir haben auch dann noch Dichtungen dabei. Einen Imbus haben wir dabei und natürlich auch Ersatzschrauben fürs Deck und auch für die Airflow. Das zeige ich euch dann gleich, wo ihr die benutzen könnt, müsst. So, dann haben wir noch eine Watte dabei und wir haben dann noch je 2x2 NI80 Coil dabei. Einmal zwei Microcoil und einmal so eine Fused Clapton Coil ist das. Ich glaube, ich schaue ganz kurz, bin mir jetzt nicht sicher. Eine Fused Clapton Coil, ja, ist dabei. Also die Coils sind schon mal nicht schlecht, die was dabei sind. Von denen bin ich schon mal ziemlich angetan, sage ich mal. Gut, so. Ach so, das ist ja, Entschuldigung Leute, das ist gar keine Watte, wie ich gerade sehe. Das habe ich mir noch gar nicht genau angeschaut. Das ist ein Tuch. Das ist ein Tuch zum Abwischen. Warum auch immer. Also das ist nichts für Watte. Zum Abwischen vom Verdampf anscheinend. So ein Tuch. Ein Cleaning Cloth heißt es auf Englisch. Also ein Reinigungstuch. Ja, ist okay. Habe ich noch nie so gesehen, wo drinnen. Gut, so, schauen wir sich einmal ihn an. Also ich zeige ihn euch einmal genau. So, da haben wir einmal dieses, wie so eine Galaxie soll das sein, mit den drei Löchern für die Airflow. Wenn man dann weiter dreht, haben wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Wir haben ein Ultem Drip Tip und der Verdampfer selbst besteht aus Stainless Steel. Gut, da unten haben wir dann noch draufstehen. Das seht. Also einmal Galaxis. Das CE-Zeichen, der durchgestrichene Mistkübel, and designed and manufactured by Vapefly. Wir haben einen vergoldeten und geschraubten 510er Anschluss. Schauen wir mal kurz, ob er verstellbar ist. Glaube ich nicht. Nein, ist nicht verstellbar. Gut, ich schraube mal kurz auf ein Wickeldeck drauf. Dann zeige ich euch die coole Airflow.
Die Airflow ist auch zum Verstellen, stufenlos zum Verstellen mit Anschlag. Und das Gute ist, sie hat wieder so eine Art wie Nasen drinnen. Das heißt, dass wir den natürlich dann auch leicht auf- und abschrauben können. Ja, dass wir da nichts im Kreis drehen. Ich zeige ihn noch einmal kurz, so schaut er von drinnen aus. Nichts Besonderes jetzt. So. Hier haben wir einmal so für den Single Coil die Schrauben zum Verstellen und da können wir unseren Wickelstift reinlegen. Ist einmal gut, dass die Coil dann dort ist, wo sie hingehört. Und jetzt können wir hier drinnen auch noch mit den zwei Schrauben unsere Airflow einstellen, dass die Luft dann, was entweder, wenn wir nur mit einem Loch sie benutzen, drehen wir das eine Loch bis hierher. Ihr seht, das geht dann immer weiter hinauf. Hier ist dann für drei Löcher, hier für zwei, hier für eine. Und dann geht die Luft also so durch in das Loch hinein und das ist dann etwas abgeschrägt und geht zur Coil hinauf. Jetzt können wir hier entweder benutzen, wir sagen, wir wollen ein Loch, zwei Löcher, drei, vier, fünf oder sechs. Also im Prinzip, wir können sagen, wir wollen entweder drei Löcher nur von einer Seite haben oder ein Loch von einer Seite oder zwei Löcher, jeweils eines von hier Seite und von dieser Seite. Also wir können die Airflow hier wirklich genial variieren. Die einzige Spielerei ist einmal ganz kurz, dass ich sage, ich muss die Schraube so einstellen, dass das Loch so weit offen ist, wie ich es haben will. Aber wenn ich das einmal eingestellt habe, kann ich mir den Zug wirklich cool variieren. Ich kann auch sagen, ich mag die, wie gesagt, ich mag die Airflow nur von einer Seite haben oder ich mag sie von beiden Seiten haben. Finde ich eine coole Idee. Gefällt mir ganz gut. Das Einzige, die Airflow ist sehr gut, obwohl sie mir einen kleinen Nachteil bringt, das sage ich euch dann nachher im Fazit. Und der Nachteil kommt daher, weil das eben so abgeschrägt ist. Und wenn das eben so abgeschrägt ist, jedes Liquid, was hier reinkommt oder was hier durch Kondensation reinkommt, rinnt natürlich dann nach unten, weil die Schwerkraft es nach unten rinnen lässt. Und dazu sage ich euch im Fazit dann noch was. Wir haben ein vergoldetes Deck und eine relativ tiefe Liquidwanne. Also Verdampfer im Ganzen vom Deck her ist echt cool. Es ist auch ganz leicht, der Coil zum Einbauen. Dadurch, dass man den Wickelstift hierher legen kann, funktioniert das echt bipi einfach. Also da gibt es überhaupt nichts, dass man sagt, das geht nicht. Ich habe den NE80 Microcoil schon getestet gehabt und eingebaut gehabt. Ich habe mir auch schon selbst eine Coil, eine Space Coil gebaut. Hat auch sehr gut geschmeckt und sehr gut funktioniert. Jetzt probieren wir einmal die Microfused Clapton, was dabei ist, die NE80 Coil. Als Watte verwende ich die Fiber N Cotton. Das ist eine neue Watte, auch von den Herstellern, die was die Cotton Bacon Prime jetzt auf den Markt gebracht haben. Habe ich das Backel bekommen bei der Hall of Rape, so ein Testbackel zum Testen, und das testen wir jetzt auch, weil die saugt wirklich sehr gut und ist relativ reißfest auch noch. Also für Anfänger sehr gut geeignet, die was meistens das Problem haben, dass beim Durchziehen von der Watte durch den Coil reißt ihnen oft die Watte. Passiert euch mit der Watte nicht und sie saugt auch sehr gut und hat fast keinen Eigengeschmack. Die Watte werden wir verwenden und die NE80 Coils bauen wir jetzt ein. Das Ganze machen wir wie immer ein bisschen flotter und am Schluss dann nachher dann im Fazit sage ich euch zum Wickeln noch einmal ganz kurz was, damit das Video nicht zu lange wird. Hätte ich gesagt, Leute, komm, wir starten mit dem Coil einbauen. Los geht's.
So Leute, grüß euch und willkommen zurück in der großen Ansicht. Gut, hätte ich gesagt, wir dampfen ihn einmal. Also ich bin jetzt bei 0,78 Ohm und bei 17 Watt. Ich dampfe das Ganze auf der Lost Vape DNA 250C im Replay-Modus, im Replay-PK-Modus. Dampfen wir mal. Hat echt einen sehr angenehmen Zug, ist auch geschmacklich wirklich gut. Ich kann ihn wirklich mit dem Geschmack zum Berserker dazustellen, also Berserker RDA, nicht der RTA, sondern der RDA ist geschmacklich auch sehr gut und der Webfleck Galaxis ist geschmacklich auch sehr gut. Also ich finde ihn wirklich geschmacklich sehr gut. Seine Airflow finde ich cool und geil. Wie gesagt, zum Einstellen am Anfang braucht sie vielleicht ein bisschen, bis ihr die Schrauben mal richtig eingestellt habt. Das ist jetzt vielleicht, wenn ich sage, unterwegs mag ich es verstellen, etwas doof. Aber wenn ich das einmal eingestellt habe, dann verstelle ich das eigentlich eh nicht mehr. Dann verstelle ich das dann nachher mit den drei Löchern. Die drei Löcher haben, ich sag's euch kurz, das habe ich jetzt vergessen, ich muss mal kurz eine Hilfe da holen auf der Seite von der Größe, was die Löcher haben, genau. Das erste Loch hat 0,8 mm Durchmesser, das zweite Loch hat 1,2 und das dritte Loch hat 1,5. Und die können Sie dann ebenso verstellen, wie ihr sie haben wollt. Was ihr bitte nicht machen dürft, wenn ihr euch zum Beispiel glaubt, okay, ich mag jetzt einen viel lockeren Zug haben, schraubt die Madenschrauben, was für die Airflow sind, nicht komplett heraus. Die Schrauben müssen immer drinnen sein. Ihr könnt sie eh so weit raufschrauben, dass das Loch komplett offen ist, aber schraubt sie nicht ganz heraus, weil ihr dann einfach keinen Zug mehr, keine Airflow mehr auf die Keulen habt, weil dann geht die Luft dort oben hinaus, wo die Schrauben, die Madenschrauben eigentlich drinnen sitzen. Vom Coil einbauen ist eigentlich wirklich sehr, sehr leicht. Ihr habt gesehen, ihr legt den Coilstift einfach hinein, die Coil hinein. Ich habe mal die Fused Clapton ein bisschen gespaced, aber nur minimal, nicht wirklich viel, nur ganz leicht. Schrauben zu, Schrauben abgezwickt, fertig. Watte geht wirklich auch ganz einfach zum Einbauen. Watte rein, durchziehen. Passt bei der Fused Clapton beim Durchziehen ein bisschen auf, dass die Watte nicht zu viel ist, weil sonst verzieht sie euch die Coil etwas, weil die sehr weich ist und nicht sehr stabil ist, sage ich mal so. Die verzieht sich dann gleich, wenn ihr die Watte zu fest durchziehen müsst. Die Watte schneidet dann einfach direkt nach den Enden, nachdem sie drüber steht, über das Deck eigentlich, ein Stückerl drüber stehen, wie ich sie bei mir gesehen habe. Sie könnt das sogar noch ein Millimeter, aber der Millimeter ist eigentlich wurscht. Schneidet das so ab, wie ich abgeschnitten habe, abschneiden, ein bisschen ausfransen, hineinlegen und fertig. Das ist ein Deck, was auch ein Anfänger machen kann und meistern kann. Da gibt's wirklich keine Schwierigkeiten. Dadurch, ihr den Wickelstift da wirklich schön drin liegen lassen könnt, geht das wirklich bibi einfach, sag ich mal. Vom Zug her, ich habe jetzt meine Löcher circa halb, bisschen mehr als halb geöffnet und bin da jetzt beim ersten Loch und habe da schon ziemlich ein Zugverhalten wie bei einer Zigarette von der Stärke her. Funktioniert echt gut. Wenn ich jetzt aufs zweite Loch gehe, ist schon einfach, ist schon ein angenehmer Zug, so wie ich gern habe. Wenn ihr jetzt hört, jetzt komme ich mal zu dem einen negativen Punkt, was ich bis jetzt immer gehabt habe. Es sammelt sich da drin einfach Kondens, ja, und auch beim Liquid kann es passieren, wenn ihr da ein bisschen Liquid auch von oben rein tut, und ihr tut es da ein bisschen zu viel rein oder ihr tut ein bisschen Liquid auf die Coil drauf, dass dann das Liquid im schlimmsten Fall etwas auf den Airflow-Kanal hinkommt und dann habe ich jedes Mal hier drinnen, wo diese Öffnung ist für die Airflow, diese leichte, was da immer größer wird, habe ich dann da immer Liquid drinnen. Also ziemlich oft habe ich den Fall schon gehabt. Und dann erzeugt er mir dann ab und zu beim Anziehen so ein leichtes, wie es nicht ein Blubbergeräusch, aber man hört einfach, dass die Luft bei Flüssigkeit vorbei muss. Das ist das einzige Problem, was ich bis jetzt mit ihm gehabt habe. Aber wenn ihr wirklich den Zug ein bisschen länger durchzieht, also nicht direkt nach dem Knopf auslassen, sofort aufhört zum Ziehen, könnt ihr dem ein bisschen entgegenwirken.
Aber ich sage mal, es ist jetzt nicht so schlimm, dass es störend ist. Vom Aufbau her, er hat eine Höhe von 32,4 mm und einen Durchmesser von 22 mm. Er ist ein wirklich kleiner, lieber MTL RDA. Und besteht aus Stainless Steel und wir haben ein Ultem Trip Tip. Sonst kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, außer dass es wirklich ein liebes, cooles Teil ist, geschmacklich sehr gut. Wenn jemand mit dem Berserker schon seine Freude gehabt hat, mit dem RDA Berserker meine ich jetzt, wird er mit dem Galaxis genauso seine Freude haben. Er schaut schick aus, er performt ganz gut. Ist ein cooles Teil. Was ich jetzt gemerkt habe, bei Microcoils kommt er mir sehr flashlastig herüber. Ja, also wirklich sehr flashlastig. Auch mit der Coil, was ich mir selber gemacht habe, ist er mir relativ flashlastig rübergekommen, obwohl es ein bisschen besser war bei einer Micro Spaced Coil. Aber jetzt zum Beispiel bei der Fused Clapton finde ich ihn jetzt vom Flash her ziemlich gleich, wie der Berserker ist. Mit dem Microcoil ist er einfach etwas mehr flashlastig, das können Sie euch merken. Wenn jemand vom Flasher keine Probleme hat, mir war es dann teilweise ein bisschen zu stark, ich habe mir dann einfach das Nikotin ein bisschen niedriger dosiert, als ich sonst habe in meinem Tabakliquid und dann hat das auch wieder gut funktioniert. Ihr seht, er haut wirklich liebe Wolken raus, genauso wie ich es beim Backendampfer gern habe. Und beim Backendampfer habe ich auch einfach immer sehr gern den guten Geschmack und den habe ich hier auch. Gut, Leute, wir haben ja eigentlich fertig. Viel mehr kann ich euch dazu gar nicht mehr sagen. Viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht mehr zum Sagen. Ich glaube, das ist momentan vielleicht der neue Trend ein bisschen, dass man auch die MTL-Verdampfer auf RDAs umtrimmt, weil bei RDA hat man einfach meistens einen besseren Geschmack. Und warum will ich das oder darf ich das bei MTL nicht haben? Und warum finde ich diese Idee oder das, was jetzt momentan gemacht wird, auch von Wendy Web der Berserker und jetzt von Webfly der Galaxies, gefällt mir einfach. Obwohl ich auch schon oft gehört habe von anderen Leuten, ich mag MTL keinen RDA haben, das brauche ich nicht, das Nachtröpfeln brauche ich bei Backendampfer nicht. Mich stört's nicht, mir taugt's, ich hab's ganz gern. Ich habe zum Beispiel den jetzt noch auf keinen Squonker oben gehabt, werde ich jetzt aber demnächst noch machen. Meinen Berserker habe ich zum Beispiel eine ganz lange Zeit auf der Luxottic oben gehabt, war wirklich cool, habe da einfach nachgesquonkt und habe den geilen Geschmack von einem RDA gehabt mit einem Backendampferzug. Und ich finde das cool und geil und ich mag das. Mir taugt es. Gut. Leute, wären wir fertig. Nur ganz kurz, ich hoffe, die, was ich noch nicht gewusst und noch nicht gesehen habe, bei meinem vorletzten Video, bei meinem Wapteo Wallcrawler Video, gibt es ein Giveaway zum Gewinnen. Bis jetzt haben noch nicht so viele mitgespielt. Es gibt das ganze Kit zum Gewinnen, den Wallcrawler Kit mit dem Frogman Dunk. Der Frogman Dunk ist der Dunk von Wapteo, wo auch die Coils vom Baby Beast, vom Big Baby Beast und vom Vaporessor Energetank reinpassen. Ist ein geiles Kit, ist ein geiler Akkuträger, so ein kleiner Akkuträger wie die AL85 von Smog oder wie die Aicha Capo, nur noch kleiner ein Stück, finde ich, und sehr leicht. Schaut's da mal hin, vielleicht habt ihr auch Lust, das Giveaway zum Gewinnen, das rennt noch circa eine Woche, sowas lasse ich es noch rennen, also ihr habt noch die Chance, da mitzuspielen. Gut, Leute, vom DNA-Chip, ich werde jetzt über ein Lost Wave Paranormal selbst jetzt kein Video machen, aber über den DNA-Chip, über die Replay-Funktion und wie ihr denn bei dem Replay auch den PK-Modus aktivieren könnt. Im PK-Modus können Sie auch Coils dann in der Replay-Funktion dampfen, die was zum Beispiel keine Temperatur, was man nicht Temperatur dampfen kann. Das kann der Replay-Modus auch, aber das muss man erst da über den E-Scribe, glaube ich, heißt das Programm auf dem Computer, einstellen und dann auf den DNA-Chip speichern und dann können Sie auch Kandal-Coils im Replay-Modus zum Beispiel dampfen. Gut, Leute, dann wären wir fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Vergesst doch nicht die Glocke in meinem Kanal-Abonnier-Button zum Drücken. Dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt von mir. Und gut, Leute, und so wie immer am Schluss, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba, Joe. Tschüss, Baba.